Herr Trittin, wie viel Prozent erwarten die Grünen? Wir wollen mehr als 6 Millionen Wählerinnen und Wähler mobilisieren. Das wären 2 Millionen mehr als beim letzten Mal. Wir glauben, dass wir das schon zulegen müssen, damit wir die Herrschaft von Frau Merkel, unserer obersten Schuldenkanzlerin, beenden. Wird das denn für eine rot-grüne Koalition reichen? Ja, das hat man mich zum Beispiel hier in Niedersachsen den ganzen Januar über gefragt. Am Ende waren es die Grünen, die alleine mehr gewonnen haben, als CDU und FDP verloren hatten. Und jetzt heißt der stellvertretende Ministerpräsident Stefan Wenzel und der Ministerpräsident Stefan Weil. Womit werden die Grünen punkten? Wir haben ein klares Profil. Wir wollen, dass Deutschland moderner, gerechter und grüner wird. Dazu gehören 100% erneuerbare Energien. Da gehört der Kampf gegen die industrielle Massentierhaltung, gerade hier in Norddeutschland, dazu. Dazu gehört, dass wir mehr Geld ausgeben wollen, 10 Milliarden für Bildung und Kita, dass wir 3 Milliarden ausgeben wollen für mehr Energieeinsparung. Das sind unsere politischen Ziele und wir wollen, dass es gerecht dazu geht in diesem Land. Dafür sollen 90% der Bevölkerung entlastet werden. Aber die Superreichen in diesem Lande sollen sich am Schuldenabbau über eine Vermögensabgabe beteiligen. Das Interesse der Bürger an den Wahlen sinkt. Wie könnte mehr Beteiligung erreicht werden? Indem man wahlkämpft und den Menschen davon überzeugt, dass es wirklich darauf ankommt, dass es etwas gibt, was sie zu entscheiden haben. Vor kurzem hat Frau Künast einen sogenannten Veggie Day gefordert, den fleischlosen Tag. Wie spielt das mit mehr Bürgerbeteiligung zusammen? Ja, sehr gut. Weil sehen Sie, die Landwirtschaft in diesem Lande, die hat dazu geführt, dass mittlerweile Fleisch billiger ist als Gemüse. Und dass zu viel Fleisch schädlich für die Ernährung ist, schädlich fürs Klima, das weiß heute jeder. Und deswegen sollten wir den Bürgerinnen und Bürgern in den Kantinen endlich Wahlfreiheit geben. Und dazu müssen Kantinen lernen, auch mal komplett vegetarisch schmackhaft zu kochen. Und dem dient der Veggie Day. Vielen herzlichen Dank. Danke.